Der vierte Teil. Ich habe immer noch meinen geilen Strandbuggy. Und es scheint, als hätte ich das Problem gelöst. Ich hatte ja in den letzten Folgen immer wieder das Problem. Ja, okay, hier komme ich mit dem Buggy nicht weiter. Das Problem, dass die Welt nachladen musste, ja. Habe ich jetzt zumindest in den ersten paar Minuten vor der Aufnahme nicht gemerkt. Ich musste nämlich wieder zurück zu dem Startpunkt hier. Würde sagen, spielen wir jetzt einfach mal weiter. Ich muss hier die Medusa, das Schiff da erobern. Und ja, nutze ich mir mal hier die... Okay, Jason. Zeit, diese Piraten zu erledigen. Bisschen Munition wäre ganz gut. Aber naja, man kann ja nicht alles haben. Okay. Geil, ey. Richtig witzig, der Dialog da. Ich hab doch was gehört. Okay, die Kisten hier sind gut zum Verstecken. Ich hatte irgendwie auch so eine Markierfunktion. Ein Königreich für ein kaltes Bier. Wo ist der Typ hin? Da ist er. Ich glaube, die Nutte hat mir einen Treffer verpasst. Geht jetzt pissen oder was? Oder warum läuft er so weg? Hey! Gut. Hey, kann ich hier von oben irgendwie spotten oder sowas? Okay, jetzt habe ich mich verbunden. Kamera, so ging das doch, oder? Da ist einer. Mehr nicht. Geh ich mal hier rüber. Oh, Foto. Okay, cool. Ja, habe ich mich irgendwie noch dran erinnert, dass es sowas wie so ein Spot-System gab. Okay, das reicht ja noch. MY war das. Okay, cool. Tick down, tick down. Okay, erstmal plündern vielleicht. Vielleicht hat er ja Muni. Plündern nicht möglich, schade. Egal. Spotte ich die mal. Da ist einer. Okay,
Okay, dann probiere ich den mal zum Laufen. Oh. Kurz vorm Entdecken. Der Typ da sieht aber nichts, weil der eine Sonnenbrille auf hat. Die trägt er bestimmt immer. Okay, ich hoffe jetzt mal, dass ich keinen übersehen habe. Was muss ich denn mit denen machen, die da so besonders markiert sind? Was war da? So, wollen jetzt irgendwie durchsuchen, gell? Okay, bleibt der noch übrig? Ich hab gemeint, hier wäre eben noch jemand gewesen. So langsam wird es auch schon dunkel. Also ich gehe hier echt ein bisschen langsam vor, damit ich das auch wirklich schaffe. Da ist der! Du hast mich erwischt. Jetzt zum Funkgerät. So, noch schnell plündern und so. Okay, jetzt auf zu dem Schiff da hoch. Sind da auch noch Leute drauf? Bestimmt. Aber so schlau wie die sind, haben die bestimmt nichts davon mitbekommen. Also ich denke, ich werde auch verschiedene Techniken anwenden. Vielleicht mal die Rambo-Technik und vielleicht mal die Schleichtechnik oder die, ja, so ein bisschen ruhigere, so wie jetzt gerade. Ja, nee, die scheinen alle irgendwie Mulo zu sein, also tot. Geld. Hey, perfekto. Über Funk. Auf der Medusa wurde Alarm ausgelöst, ihr Penner. Wir sehen es. Wir sind am nächsten dran. Scheiße. Komm hierher. Ich bin so. Fuck. Jetzt oder nie. Bam! So, die Zap. Oh Gott, das war ja zwar nix, aber... Ich hab halt wenig Munition irgendwie, finde ich. Dennis,
bin auf der Medusa. Die Piraten sagen, dass... Listen, Vaas will unseren Tod. Keine Zeit zum Reden. Komm nach Amanaki, ja? Wir brauchen deine Hilfe. Oh. Jawohl, gepackt. Saubere Sache. Sehr schön. Alle Piraten sind tot. Die Piraten sind tot. Munition. Kann man immer mal gebrauchen. Hier auch noch Munition. Nee, sogar eine Sonnenbrille. Werde ich hier noch versuchen, so ein bisschen was zu plündern. Vielleicht gibt es hier was Besonderes. Ah, im Schiff ist halt immer blöd, da weiß man nicht, auf welcher Ebene das ist. Oh, das explodiert bestimmt auch gut. Bam, geil. Dicke Sache, ja. Wo soll ich jetzt nochmal hinkommen? Kann ich das irgendwie anstoßen? Und Zibbeli-Zap. Und schon ist es im Wasser. Okay, ich guck mal hier auf der Map, wo ich hin sollte. Ich denke mal ins Dorf oder so, gell? Ja, genau. Da würde ich sagen, bedienen wir uns einfach der Schnellreisefunktion und dann geht's ab ins Dorf. Ja, hat ja mit dem Schiff sogar noch gut geklappt. Ich mal gucken. Vielleicht kann ich mir ja schon eine neue Waffe kaufen. So teuer sind die ja nicht. MP5 wäre cool. So ein Sturmgewehr hätte ich auch Bock. Wie kostet die denn? Steht nicht, wie viel die kostet. Ist die kostenlos oder was? Dann ist die wohl kostenlos. Anpassen. Kaufen. Perfekt. So, dann hole ich mir noch eine Pistole oder eine MP. Hey, wieso kann ich nicht auf die anderen drei Speicherplätze dazugreifen? Funktioniert irgendwie noch nicht. Naja, egal. Zumindest schon mal eine neue Waffe und ich bin zurück im Dorf und da hinten muss ich hin. Da steht nämlich wieder mein Freund, der Dennis. Hau rein. Was ist los? Was ist passiert? Was ist dein Problem, ey? Unser Dorf anzugreifen. Während wir hier sprechen, sammelt er seine Leute. Meine Freunde haben auch Ärger. Was hast du herausgefunden? Sie wurden an einen Ort namens PC gebracht. Was für Lösegeld und sie dann trotzdem verkaufen. Dann ist es gut. Du hast Zeit. Jason, bitte, kämpfe für uns. Die Rakyat werden umgebracht. Wenn du die Waffen sabotierst, ist Vaas geschwächt und leichter zu töten. Ich mach's. Ich wusste, dass wir auf dich zählen können. Die Piraten lagern ihre Waffen in dem Holzfällercamp im Dschungel. Zuerst den Alarm ausschalten, okay? Wenn der losgeht, sichern sie den Schuppen mit den Waffen. Klau den Sprengstoff und dann vernichte die Waffen. Verstanden? Okay. Alles klar. Viel Glück. Dankeschön. Spielverderber. Okay, aber erst müsste ich hier so ein kleines Minispiel machen. Mach deinen Einsatz. Du bekommst 5 Messer und ich bekomme 5 Messer. Ich werfe aufs Ziel und du wirfst. Machst du mehr Punkte als ich, gewinnst du. Wie funktioniert der Kapus denn? Verdammt! So richtig können tut er das aber nicht. Ah. Jawohl. Das steht ja immer besser. Du Hurensohn. Oh, sowas sagt man aber nicht, du Hurensohn.
Na, oh, sehr knapp, mein Freund. Ja, komm, halt dein Maul. Spacko. Schweinehund. Er trifft einfach gar nichts. Er hat noch kein einziges Mal das Brett getroffen. Ja, 50! Zum Abschluss 50 Punkte im Messer werfen. Du gewinnst. Ja, ich habe 0 gewonnen. War ja auch nur Training, aber trotzdem. 75 Punkte zu 0. Ja. Noch ein Versuch? Ich glaube, du hast es nicht so drauf, mein Kollege. Okay, muss ich das Auto nehmen oder kann ich hier irgendwo die Schnellreisefunktion? Dahin muss ich. Nee, da hole ich das Auto. Wo stand das denn nochmal? Ich glaube hier hoch. Ja. Jetzt kann ich auch mal hier meine schöne Waffe bewundern. Sehr geil. Und hier steht auch schon das Auto. Ja, und dann würde ich sagen, bevor ich losfahre, war es das fürs Erste hier. Und... ja, okay, jetzt bin ich schon losgefahren. Und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder. Wenn ich dann am Kampfort angekommen bin. Und ich sie alle vernichten werde. Ja, bis dann. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.